Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdoms Reborn, hier bei Heisenberg zockt. So, Thema Baumwolle. In den Kommentaren stand, wir hätten ein Baumwollfeld, jetzt ist nur die Frage wo. Ich glaube gemeint wurde irgendwo hier hinten. Wir schauen mal, was haben wir hier? Medizin, hier haben wir Wheat, hier haben wir auch Medizin, das sieht man, das wird gerade angebaut. Cabbage, das ist Kohl. Hier haben wir wieder Medizin, und hier haben wir Wheat, und sonst haben wir nichts. Also ich sehe hier nirgends ein Baumwollfeld. Falls wir irgendwo eins hätten, haben würden, täten, dann bitte schreibt das doch noch in die Kommentare. Da, zwei, drei Steinchen kriegen wir da noch raus. Mach mal. Was haben wir sonst noch? Schafsrange, Desert People im Hausbildern Desert. Ja, bringt nichts. Mushroom müssen wir eher sparen, weil die verbrauchen Holz ohne Ende, hieß es. Wir könnten sogar mal... wo haben wir denn hier die Mushrooms? Haben wir wahrscheinlich wieder oder immer noch. Massenhaft. Da haben wir doch Baumwolle. Wo kommt die denn her? Also irgendwie... Produktion... Yearly. Also im Jahr. Null. Okay. Dann haben wir die gekauft in dem Fall. Das kann natürlich sein. Ja, wo haben wir denn hier die Pilze? Jetzt haben wir gar keine Pilze mehr. Sind die alle weg? Wir haben mal einen Teil verkauft. Aber das kann doch nicht sein. Wir hatten doch so viele Pilze. Hier unten. Da. 1800. Ich würde sagen, wir werden... ein paar Farmen deaktivieren. Da haben wir nochmal einen Möbelshop. Ich weiß bis heute nicht, was der genau macht, außer dass er halt Möbel herstellt. Nur wozu? Wozu brauchen die Möbel? Oh, wisst ihr was? Wir könnten mal, bevor wir da was machen, jetzt erstmal diese Pilzfarmen. Hier, zumindest einen Teil davon deaktivieren. Da hätten wir sowas. Wenn ich jetzt hier einstelle, zack, zack, dass hier keiner mehr arbeitet, dann sollte das Ding eigentlich zu sein. Weil dieses Holz, was die brauchen, das brauchen wir tatsächlich mittlerweile für andere Sachen. Wo haben wir nochmal Pilzchen? Wir haben, glaube ich, 3, 4 solche Teile. Na, hier mal gucken. Jetzt haben sie hier aber doch auch das eine oder andere endlich hingestellt. Wie sieht es eigentlich hier aus? Da arbeitet wahrscheinlich wieder keiner. Ich bräuchte das hier, bitteschön. Doch, 5 Bilder haben wir, obwohl wir kein Holz haben. Was machen wir denn mit dem Holz? Ja eben, Pilzfarmen. Kappen. Hier haben wir es gekappt. Anders können wir das, glaube ich, nicht kappen. Da ist noch eine. Ne, das ist ein Barkeeper, der Bienen züchtet. Ich weiß, ist kein Barkeeper. Ist halt ein Imker. Ja, ich sehe jetzt hier gar nicht so viele Mushroom-Teile, wie ich eigentlich dachte. Kann es sein, dass wir noch welche bauen wollten? Hier zum Beispiel. Ja. Kann ich da den Bau abbrechen? So geht schon mal nicht. Ja, man müsste man das doch einstellen können, dass man das abbricht mit Delayed. Ne, geht nicht. Eddie died of old age. Das ist schlecht. Ja, ich kann hier tatsächlich nicht einstellen, dass sie das nicht bauen sollen. Oder ich weiß halt nicht wie. Stern ist priorisieren. Hier habe ich jetzt gemacht, dass hier keiner arbeitet. Und wenn ich hier klicke, passiert nichts. Wo könnte ich denn sonst noch klicken? Ja, geht nicht. Set Delivery Target. Das ist nicht, was wir brauchen. Naja, dann hoffe ich, sie bauen das nicht, wenn ich da die Leute sozusagen deaktiviert habe. Aber hier, guck mal, wir haben hier so viele Bäume. Oh, jetzt hat's aber eingeschlagen hier mit Holz. Das müsste aber vom Handeln herkommen. Wobei, uns ist das ja relativ egal, ob das nun vom Handel herkommt oder ob wir das selber machen. Wichtig ist, dass wir tatsächlich Holz haben. Dann wird nämlich auch entsprechend gebaut. Da ist nochmal Pilz. Ich würde jetzt nicht alle wegmachen, aber einen Teil machen wir jetzt tatsächlich weg, damit wir wirklich nicht das ganze Holz hier bei denen verbraten. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Schweinefarmen haben wir, glaube ich, nur eine. Ne, haben wir 2, 3. Schafsfarmen haben wir auch welche. Die wurden aber noch nicht gebaut. Hier könnten wir natürlich auch mal noch kurz das Ganze priorisieren. Damit das in die Gänge kommt. Ja, stellen wir mal ein bisschen schneller. Und gucken mal nochmal nach Karten. Bäckerei. Ja, wir machen mal nochmal eine Bäckerei. Wobei, ich weiß nicht, ob wir genug Wied etc. haben. Wir haben, glaube ich, nur eine Mühle. Da müssen wir mal wieder eine Mühle haben. Iron Smelter bauen wir, das weiß ich. Machen wir nochmal eine Schafsrange. Weil wir brauchen ja tatsächlich primär Kleider. Nochmal eine Kohlemine. Ja, würde ich machen. Dankeschön. Also, Schafsrange. Da ist irgendwas im Weg. Habe ich ja nicht schon mal geguckt und das passt natürlich haargenau nicht dahin. Faszinierend. Hier mal der Desert. Hier kriege ich das Teil auch nicht hin. Hier kriege ich es hin. Das wäre natürlich auch eine Idee. Hier haben wir aber schon. Guck mal, hier haben wir auch schon was hingestellt. Ich dachte gerade, wenn wir das eben hier hinstellen, dann müssten sie hier sowieso roden, machen und tun. Wir machen denen mal noch ein Sträßchen hin. So, hier zur Brücke. Und hier verbinden wir das Ganze auch noch.
Jawohl. Und weiter geht's nicht. Wobei, Moment. Eigentlich geht's ja schon weiter. Hier rauf. Dann hier wieder zur Brücke. Und hier die Brücke noch, zack, anschließen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Halt, anschließen. Jetzt hat's geklappt. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, dass man Wege baut. Ich nehme an, das habe ich schon mal gesagt, dass es halt so ist wie bei den meisten Aufbauspielen, dass die Leute dann sich schneller bewegen können. Gut, wir haben schon wieder ein Kärtchen. Wir haben aber auch noch eine Kohlemine. Das wäre dann hier. Hm, wo passt er hin? Da. Sehe ich das richtig? Jawohl, sehr gut. Sagen wir auch mal schnell bauen. Auch wenn wir jetzt wieder fast alles schon priorisiert haben, was wir haben. Immigration Advertisement. Könnt ihr nochmal 5 Leute reinholen? Haben wir genug Wohnungen? Oh, wir verlieren Leute. Guck mal. Died from sickness, died from sickness, died. Jetzt sterben wieder alle an irgendwelchen Krankheiten. Heiliges bisschen. Haben wir denn kein Medical? Hier, Medical Herb haben wir. Und so ein Medizinmannhaus haben wir auch. Ich glaube sogar 2. Wir brauchen Medizin. Kann ich das fertig kaufen? Nicht, dass wir jetzt hier... Wir haben ja Herbs, die brauchen wir nicht mehr. Da, Medizin. Teuer, ist aber egal. Brauchen wir. Was kostet das? 7,38. Können wir bezahlen. Wir können sogar ein paar mehr noch nehmen. Jawohl. Dankeschön. Dauert jetzt halt wieder ein Momentchen, bis die Medizin hier ankommt. Weil man sieht, die sterben hier wirklich... Also wie die fliegen bald schon. 68 haben wir jetzt weg. Also Häuser bauen müssen wir im Moment nicht. Wir könnten hier mal noch ein paar Upgrades machen. Weil wir das machen können. Mehr Workers hier beim Marktplatz. Okay. Managed Store brauchen wir nicht. Was haben wir hier Schönes? Ein Haus Level 3. Da können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Hier, Upgrade More Workers. Was ist das? Der Möbelhändler. Ja, machen wir auch mal noch. Machen wir ein Warenhaus. Ich hätte hier mal gerne wieder ein paar neue Gebäude, wenn das irgendwie geht. Machen wir mal eine Hunting-Dingens nochmal hin. Ironsmelter, Forester. Ja, und einen Forester machen wir auch gleich nochmal hin. Den Forester machen wir hier oben. Zack, Dankeschön. Da haben wir wieder Geld gekriegt. Und eine Hunting-Lodge machen wir auch gleich hier oben. Zack. Und dann machen wir gleich die Straße. Dann geht das nicht vergessen. Schön, wie wir hier durchkommen. Zack, passt. Machen wir hier doch gleich zu. So, Wege haben wir. Also daran soll es nicht scheitern. Wobei man sieht, die brauchen die Wege nicht zwingend. Die laufen auch hier normal durch. Aber eben wahrscheinlich halt langsamer. Ich weiß auch nicht, ob die Wege irgendwas kosten. Da kommt wieder eine Karawane. Was brauchen wir? Medizin halt. Also Herbs nicht. Wie gesagt, Herbs haben wir genug. Es fehlt tatsächlich an Medizin. Aha, könnt nur verkaufen. Stimmt, wir können ja nur verkaufen. Haben wir noch, Mushrooms, ja. Aber guck mal, wir hätten auch Bricks. Wie viel kann er nehmen? 80. Tauschen, dankeschön. Gibt wieder schön Geld hier. Jawohl. Ja, Geld ist eigentlich kein Problem. Die Nahrung, wie gesagt, ist auch selten ein Problem. Aber Holz ist tatsächlich massiv ein Problem. Können wir hier nochmal ein bisschen abbauen? Ja, da können wir auch nochmal. Sehr gut. Ansonsten würde ich gerne nochmal schnell gucken, wie sieht es bei den Bauarbeitern aus. Machen wir hier mal 6. Bringt zwar nichts, weil wir haben zu wenig Leute. Das ist auch klar, wenn die natürlich alle abnippeln. Jetzt haben wir doch 2 dazugekriegt. Ja, dass sie halt an Altersschwäche sterben, das lässt sich nicht verhindern. Das hat man natürlich überall. Jetzt haben wir hier nochmal eine Farm. Man sieht, ich kann halt wirklich nirgends Baumwolle hinmachen. Eisenmine. Oh, da nochmal ein Medizinmann. nochmal eine Windmühle. Dankeschön. Machen wir zuerst den Medizinmann. Und den bitte schnell bauen. So, zack. Volle Pulle. Und eine Windmühle haben wir irgendwo hier hinten schon. Die können wir auch noch hier hinstellen. Einmal drehen, damit die Straße schon stimmt. Zack. Okay, bitte bauen. Jetzt haben wir noch ein paar Immigranten. Ich würde sagen, wir ziehen die Karte mal. So, 5 Leute wieder dazu, weil wir brauchen die Leute. Die sollen bauen, machen und tun. Snatch, ja. Trading Port. Wir haben genug von den Teilen. Wir machen nochmal eine Fischer Lunch. Wässerchen. Wo passt der hin? Hier. Ne, doch nicht. Da hatten wir ein Geräusch, das impliziert. Das funktioniert nicht. Hier wäre es grün.
Da, guck mal, sie sterben immer noch an Krankheiten. Irgendwie haben wir, glaube ich, die Pest am Hals. Das gibt's doch nicht. Und das gibt's auch nicht. Kriege ich nicht hier hin. Irgendwo muss doch gehen. Das ist so schön grün. Das heißt, dass das hier wahrscheinlich eine relativ gute Stelle wäre. Wir kommen aber nicht ran. Und hier, wo es gelb ist, hier wird's gehen. Wie fies ist das denn? Ja, okay, gut. Hier ist natürlich auch... Ist das vereist? Nee, das bewegt sich noch. Das sieht aber schon cool aus, so mit dem Schnee. Ja, gemacht ist es halt toll. Aber eben, ich sag gerne nochmal, ich fände es cool, wenn man die Kamera, wenn man den Winkel noch ein bisschen beeinflussen könnte. Dass man eben noch ein bisschen weiter runterkommt. Das wäre noch schön. Gut. Da blinkt es tatsächlich schon wieder. Ja, ich weiß langsam nicht mehr, was wir hier alles nehmen sollen. Weil wir ganz einfach von allem schon im Prinzip genug haben. Vielleicht nochmal ein Potter. Oder nochmal so ein Burner. Wir nehmen den Potter. So, der Potter kommt hier runter. Beziehungsweise könnten wir auch hier oben machen. Machen wir auch hier oben. Hier haben wir ja auch Platz. So, da müsst ihr euch aber nicht beeilen. Aber hier müsst ihr euch beeilen. Den haben wir, glaube ich, schon relativ lange installiert. Kein Wunder haben wir keine Medizin, wenn die diese Häuser nicht bauen, die wir hier hinstellen. Es ist halt schon ein Kreuz. Was fehlt euch denn? Eisen. Naja gut, da sind wir ja auch am Arbeiten dran, dass wir Eisen kriegen. Ja, hier ist schon wieder eine Karte. Holz kaufen. We have of your treasury. Da haben wir den Platz nicht, das sehe ich jetzt schon. Oh doch, hat geklappt. Ach nee, da muss ich die Karte ziehen. Ja, möchte ich. Sehr gut. Da haben wir nochmal 277. Oh, sehr schön. Das war eine gute Karte. Die können wir tatsächlich gebrauchen. Jetzt wäre es halt angenehm, wenn hier dann tatsächlich auch genug Leute arbeiten. Ja, jetzt sind wir doch schon 11. Ich mache ja mal die Limite auf 15, damit wirklich gebaut wird. Und Leberer machen wir auch ein bisschen rauf, damit hier transportiert wird. Sehr gut. Aha, der Frühling kommt wieder. Wir sind natürlich hier auch mit voller Power unterwegs, wie man sieht. Heat Boost. Was ist das? Boost Harsher Buildings Work Speed Up 50 vor 50 S. Mach ich mal. Geht das, wenn ich das beim Medical Dingens? Jetzt muss ich aber erst wieder rausfinden, welches der Medical war. Blacksmith? Irgendwo hier oben. Nee, das ist die Windmühle. Wo war denn jetzt dieser Medical, den wir bauen wollten? Man sieht's halt nicht. Medical, Hallöchen, irgendwo ist das eine Baustelle. Nee, das ist ein Haus. Hier könnte es gewesen sein. Genau, also testen wir mal. Zack, jetzt haben wir geboostet, dass das schneller gebaut wird, weil das ist massiv wichtig. Man sieht hier die Pfeile, das hat also wahrscheinlich jetzt oberste Priorität. Aber wir haben keine Iron Bar. Wo sind die hier? Die sind hier nicht aufgelistet. Da müssen wir Iron Bar tauschen, dafür haben wir unseren Trading Post. Iron Bar, Iron Bar. Hier. Kaufen natürlich. Mhm. So, da sieht man, das kostet auch gleich wieder ordentlich Geld hier. Aber wir können ja mal versuchen, können wir nicht gleichzeitig sogar irgendwie noch ein paar Mushrooms verticken. Das müsste ja auch gehen. Das wird einfach hier dann dazu gerechnet. Machen wir hier mal 100 weg. Ja, das ist in Ordnung. Dann noch ein paar Bricks. So, und jetzt nochmal die Kontrolle hier unten, dass wir eben wirklich auch 100 solche Dinger kaufen. Jawohl, Trade. Bestens. Dauert halt wie immer nochmal ein Momentchen, das wissen wir. Das Problem kennen wir. Barkeeper. Ja, da werden wir mal nichts mehr machen, weil wir auch nicht können. Dann hätten wir nochmal tatsächlich hier eine Bibliothek. Bei Wood. Ja, wir nehmen das Teil. Nicht, dass wir das jetzt nutzen, aber wir nehmen es schon mal. Dann haben wir nochmal einen Market. Ein Candlemaker. Was macht der? Ich meine, es ist klar, der macht Kerzen. Die Frage geht eher dahin. Was macht der? Wozu macht der Kerzen? Geben die Wärme oder ist das nur was für, dass es halt ein bisschen cool aussieht? Wir machen dich mal hier hin. Einmal Kerzenmacher. Jetzt wird, glaube ich, schon langsam gebaut hier. Aber den fehlt halt tatsächlich immer noch Eisen. Wir sind aber dran mit Eisen. Also so ist es nicht. Das hier ist, glaube ich, die Kohle. Wo haben wir es? Da hinten. Forest Teil. Da, Kohlemine. Genau, wir brauchen aber Eisen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Rutsch weiter. Echt jetzt? Da ist halt immer noch nichts hergestellt worden. Wir beschleunigen das mal. So, man sieht, eigentlich die Sachen, die wir brauchen, die hätten wir. Sie müssten es nur mal bauen. Die sterben immer noch an Sickness.
Heiliges bisschen. Wir werden immer weniger. Das gibt's doch nicht. Stahl fehlt auch. Okay, müssen wir nochmal nach Stahl gucken. Es ist natürlich schon, wenn die Bauerei dermaßen lahmt, wie sie bei uns lahmt, das ist eine Katastrophe. Das ist halt wirklich, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Weil wir bauen das ja auch mit einer Idee. Also wir bauen ja mehr, Blacksmiths und Co., damit wir eben mehr Stahl haben etc., beziehungsweise Eisen, nicht Stahl. Ja, und wenn dann nicht gebaut wird, dann geraten diese Pläne halt ein bisschen, ja, durcheinander. So, wo ist der Tausch? Hier. Was brauchen wir? Hier, Steel Tool. Gerne. Also ohne Trading geht's fast nicht. Das können wir aber nicht bezahlen. Da müssen wir erstmal hier oben nochmal ein paar Bricks installieren, die wir verticken. Ja, das wäre dann so. Ja, nochmal einmal zurück. Sind wir immer noch bei 3,5. Obwohl wir 140 verkaufen, das wird ja schon angerechnet, hoffe ich mal. Mal hier nochmal runter. Das ist halt eminent teuer, diese Stahltools. Machen wir mal 50. Und hier machen wir nochmal 2,40. Jawohl, jetzt. Wir können es immer noch nicht bezahlen. Geht trotzdem. Okay, wie ging das jetzt? Oder wird da nicht angerechnet, was wir verkaufen? Weil jetzt haben wir doch wieder ein Tausender. Eigentlich hätten wir doch jetzt fast Minus haben müssen. Nach meiner Rechnung. Brickworks. Haben wir genug, definitiv. Taylor, nochmal einen, der Kleider macht. Mushroom. Okay. Nehmen wir noch so ein Teil. Und bauen. Hunting Bakery. Forester. Sagen wir allen Ernstes nochmal einen Forester. Wir haben natürlich jetzt so viel Zeugs eigentlich gebaut. Beziehungsweise, wir würden es gern bauen, wenn es funktionieren würde. So, da nochmal so ein. Und ein Taylor. Vielleicht mal hier hinten, wo wir noch nicht so viel haben. Zack. Okay, schon wieder tauschen. Bricks haben wir wirklich viele und die geben natürlich auch Geld. Ich würde die mal primär nehmen. Wir haben sowieso nur 80 hier. Ja. Passt. Hier, Steinchen, klopf mal Steinchen. Macht und tut. Es wäre wichtig. Wie sieht's aus beim Bauen? Jetzt haben wir da keine Bilder mehr, weil... Also Holz haben wir. Das ist ja schon interessant. Also ich... Oder brauchen sie? Ja, sie brauchen halt die Stahlwerkzeuge mit Sicherheit auch umzubauen. Und wenn wir da halt wieder keine mehr haben, dann bauen sie wieder nicht mehr, die Vögel. Ich tausche mal nochmal. Stahl, Tool... Ja, zu teuer. Wir gehen wieder hier hin. Verkaufen nochmal irgendwas. Von was haben wir noch genug? Oder wirklich viel? Pottery. Aber hier ist... Ja, Möbel haben wir auch genug. Wir verkaufen mal ein paar Möbel. So, Moment. 2,40. 190. Ja, dann zahlen wir noch 395. Okay. Oh. Choose your price. Sehr schön. Weil irgendwas haben wir geschafft. Ein Frugality Book. Okay, Decrease Upkeep bei 50. Konsum 40% weniger. Und hier haben wir da die Produktivität. Die haben wir natürlich schon. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob das dauerhaft ist oder nicht. Ich mache das mal. Falls wir zu wenig Essen haben, so interpretiere ich das mal, wäre das wahrscheinlich relativ wichtig. Aha, Tech Tree. Mach mal Water Embark. Okay. Unlock Trading Company. Ja, hätten wir gerne. Oh, das ist ein großes Gebäude. Ja, nur es wird halt wieder nicht gebaut. Ich sehe es kommen. Zack, zack, hier hin. Auch priorisieren. Hier alles verbraten mit den Teilen möchte ich natürlich auch nicht. Ja, gerne. 5 Immigranten. Eine Wildcard für Minen. Machen wir. Okay, jawohl, haben wir. So, dass wieder Leute kommen. Und Mine. Ja, Steinchen? Haben wir Steinchen? Ne, wir haben auch nicht massiv viel Steinchen. Wo können wir Steinchen abbauen? Geht das hier hinten irgendwie? Ich müsste dich natürlich noch richtig drehen. Ja, so geht's. Ne, aber so. Zack, gleich nochmal die Straße hin. Ist eigentlich schon verbunden. Machen wir hier noch zu. Dass sie hier im Kreis gehen können. Gut. Würde passen. Ja, wir müssen 150 Leute haben schlussendlich. Das wird natürlich schwierig, wenn uns hier tatsächlich so viele wegsterben.
Jetzt haben wir wieder 80. Das ist... Okay, jetzt sind wieder welche gestorben an Altersschwäche. Das können wir, wie gesagt, nicht kontrollieren. Sie dürfen einfach nicht sterben, weil sie keine Medizin haben. Ja. Interessant finde ich halt auch, dass wir hier in dem Sinn keine Auflistung haben, wirklich wegen Medizin. Was wir haben, das sind die Medical Herb. Was ist das hier? Jetzt haben wir da keinen Stein mehr. Jungs, echt jetzt? Wir haben doch überall eingezeichnet, dass wir Stein kloppen. Wo war das denn? Irgendwo hatten wir ganz viele Steine. Also eingezeichnet ist es, aber hier hinten passiert halt wirklich auch rein gar nichts. Da fehlt wieder Holz. Was wir hätten. Wahrscheinlich sind die Wege dann irgendwann auch zu weit, habe ich das Gefühl. Dass wir hier halt wirklich aus dem Lager hier Holz holen müssen. Dann den ganzen weiten Weg nach hier hinten. Aber das lässt sich natürlich jetzt auf die Schnelle auch nicht verhindern. Da müssen wir hier nochmal ein Lager haben. Das haben wir aber, glaube ich, sogar in Auftrag gegeben. Da, Storage Yard. Und das Ding funktioniert eigentlich schon. Nee, under construction. Ja, dann muss das hier. Kann ich das priorisieren? Ja, das habe ich schon priorisiert. Ich habe bald wirklich alles priorisiert. Mittlerweile. A building with card slots. Okay, wo machen wir das? Das sind 40 weniger, ich glaube, Ressourcen brauchen sie weniger. Jawohl, weniger Input. Ja, bei so einer Pilzfarm wäre es natürlich nicht unsinnig, wenn wir noch eine haben. Damit die nicht so viel Holz verbrauchen und trotzdem ein paar Pilzchen uns spendieren. Machen wir das mal so. Hier wieder Leute rein. Okay, und dann zack, die Karte hier rein. Holz kaufen müssen wir im Moment nicht. Masterbrauer. Wo kommt das hin? Das kommt, glaube ich, in die Town Hall. Da haben wir keinen Platz. Das Problem kennen wir. Haben wir eine Trading Company? Nee. Da haben wir mal Pass. Ja, nochmal Pass. Und ich glaube nochmal. Nee, da können wir nochmal wählen. Haben wir nochmal ein Immigrationsoffice. Immigration Office. Davon haben wir, glaube ich, bis jetzt nur ein Stück. Zack. Gut, also. Es wäre schon eine Riesenstadt, wenn sie hinterher kämen mit dem Bauen. Das ist ein bisschen das Problem. Dass sie aber wirklich nicht mit Bauen hinterherkommen. Jetzt haben wir aber wieder 7 Bilder und 10 Laborer. Machen wir mal 12. Vielleicht klappt das dann noch welche dazu. Ja, ja, da kommen nochmal dazu. Oh, aber werden die dann wieder bei den Bildern gekappt? Machen wir es mal so. Also gearbeitet wird, ich weiß nur nicht wo genau. Aber wir haben jetzt so viele offene Baustellen, dass das natürlich einfach wirklich Ewigkeiten dauert. Bis wir hier alles aufgestellt haben. Wichtig wäre halt tatsächlich hier hinten mal, dass sie hier hinten irgendwie bauen. Oder dass ich hier nochmal irgendwie etwas hinstellen könnte. Haben wir hier ein Haus wenigstens? Ja, Haus Level 1. Ist auch auf voller Pulle. Und die Ressourcen hätten wir. Aber da arbeitet keiner. Sie kommen schon nach hier hinten, weil sonst hätten wir eine Anzeige. Das wissen wir. Und da werden ja auch Steine transportiert, das sieht man. Sie kommen schon nach hier hinten. Das ist nicht so, dass da der Weg irgendwie versperrt wäre. Das ist ausgeklügelt hier, hier rüber. Und dann hier wieder auf die Brücke rauf. Und hinter das hier umgehen. Weil hier können wir nicht langlaufen. Da haben sie auch noch keinen Weg eingezeichnet. Ja gut. Es ist, wie es ist. Also ich wäre halt froh, wenn wir irgendwie mal wieder neue Gebäude hätten. Weil sonst sind wir hier wirklich dann langsam natürlich an einem Punkt angekommen, wo das Ganze keinen Sinn mehr macht. Weil den 70. Brauer, den brauchen wir nicht und die 50. Windmühle brauchen wir auch nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.